und herzlich willkommen zu unserer Zimtriff-Busreise. Neben mir, da sitzt der Sepp. Grüß dich, Sepp. Servus. Grüß dich, unser prima Busfahrer. Und außerdem ist hier noch der? Nils. Nils ist heute unser Gewinnerreporter. Aber wir sind nicht allein unterwegs, sondern mit den? Wilden Kerlen. Also auf alle Fälle dranbleiben. Entschuldigung, kann man mal den Schlüssel fürs Klo haben? Da hinten sehe ich schon, dass Nils neue Freunde gefunden hat. Er versucht, ohne Spiel Nintendo DS zu spielen. Ohne Spiel ist gut. Ich stelle es auf eine andere Sprache. Findest du die Farbe gut? Ist okay. Was wollt ihr so machen, wenn ihr mal keine Filme macht? Was machen wir? Musik hören, mit so Freunden rumhängen. Ja, du bist doch bestimmt noch in der Schule, oder? Ja. Wie ist denn das in der Schule so? Lustig. Sag mal, hast du denn ein Spiel gefunden? Guck mal, der Nils. Mario Kart DS! Cool, wir haben nämlich ein Mario Kart DS Spiel dabei. Nein, auch nicht. Das Spiel ist ja endcool. Mario Kart DS, das könnt ihr gewinnen. Und diesen Nintendo DS, den werden natürlich die wilden Kerle und die biestigen Biester unterschreiben, extra für euch. Und Leon fängt schon mal an. Was ist denn mit deiner Hand passiert? Ach, irgendwas da am Gelenk, ich hab nicht probiert. Jetzt darf ich neben meinem ganz besonders wilden Kerl sitzen. Seit dem ersten Film ist er dabei als Papa von Maxi, Uwe Ochsenknecht neben mir. Hallo Uwe. Hallo, mein Name ist Uwe Ochsenknecht. Viel Spaß bei Tim trifft. Ich wünsche allen Zuschauern und Tim einen schönen Tag. Danke. Ciao. Zwölf bist du, oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Happy Birthday to you! Von wem bist du eigentlich die Schwester? Von Valeria. Ich bin die Valeria und spiele die Lara Moon. Nils hat schon ein T-Shirt in der Hand. Denn das werden die wilden Kerle für euch unterschreiben. Für euch. Sind wir hier am Arsch der Welt? Okay. Irgendwie schon. Oh, guck mal, die ganzen Berge und so. Voll geil. Ihr dürft mal schön hier auf dem T-Shirt unterschreiben. Das können unsere Zuschauer gewinnen. Also, ist echt cool. Ganz schön wild, sagen wir es mal so. Hauptsache Action. Hallo, hier bin ich, der kleine Punkt zwischen den vielen bunten Sitzen, hier in Salzburg, in der schönen Nachmittagssonne. Und heute Abend werden die wilden Kerle gegen die biestigen Biester und örtliche Mannschaften zu einem Turnier antreten. Dranbleiben, Jetix, dein Abenteuer beginnt. Dein Abenteuer beginnt. Wilson Gonzales Ochsenknecht ist am Ball und hat geschossen. Sind die Original aus eurem Film? Ja, alles Original. Wilson, du spielst gern Fußball, du spielst gern Schlagzeug, bist noch in der Schule. Richtig. Was machst du denn sonst so? Ich gehe gerne schwimmen, ich mal sehr gerne. Wir sind nicht im Käfig oder so, sondern im Tor, denn heute gibt es noch ein Fußballspiel. Ja, richtig. Wir spielen heute gegen eine gemischte Mannschaft von Salzburg und gegen die biestigen Biester. Alles klar. Du wolltest früher immer Fußballer werden, glaube ich, oder? Ja, früher, als ich noch in der Fußballmannschaft gespielt habe. Jetzt spielst du also in keiner mehr? Nee, jetzt spiele ich nicht mehr. Jetzt spiele ich nur noch in einer Freizeitfußballmannschaft. Okay, was willst du jetzt werden? Schauspieler und Musiker und Modedesigner. Okay, ganz schön viel auf einmal. Ja. Aber du hast auch in allen drei Bereichen so Erfahrungen gesammelt schon. Ja, habe ich. Auf jeden Fall. Also Schauspielerei, wie man sieht. Musik jetzt nicht so viel. Und Modedesign, da mache ich selber mein Zeug zu Hause dann in Ruhe. Ich habe mal von irgendwo gehört, es könnte sein, dein Papa mir es erzählt hat, dass du auch so richtig malst mit Öl auf Leinwand. Das stimmt. Ich habe zu Hause so ein, weiß jetzt nicht, wie es heißt, wo ich auf Leinwand malen kann und da mache ich dann mit Öl drauf. Also ihr merkt, an manchen Gerüchten ist was dran. Du musst dich weiter warm machen. Ja. Ich wünsche dir viel Glück für heute Abend. Danke. Bis bald. Ciao. Okay, tschüss. Die Sonne scheint und wir machen hier Picknick zusammen mit Nils. Und mit wem noch, Nils? Ja, ich bin die Laura Dingberger und ich spiele die Lissi im Film. Ich bin der Konstantin und spiele den Faden. Ich bin die Nini und spiele die Aisha auf dem fliegenden Teppich. Und ich heiße Tim, hallo, angenehm. Ich bin die Leonie und ich spiele die Sarah. Ich bin die Chrissy und ich spiele die Kissy. Ich heiße Lena Meckel und spiele die Anna Queen Khan. Ich heiße Zoe Mannhardt und spiele die Fliefler. Ganz wichtig, unser Marzipan Jetix. Marzipan? Ja, das kannst du essen. Ohne Scheiß jetzt. Behaupte ich nur, das ist eigentlich Plastik, aber... Nein, das ist natürlich Marzipan. Das ist immer lecker.
Mag jemand kein Marzipan? Plastik. Ja? Plastik, ja, das esse ich immer. Und du? Du hast die Sahne. Ja, ich mag Marzipan lieber. Schüttel mal. Du bist ja echt ein alter Hase im Filmgeschäft. Wann war denn dein erster Wilde Kerle-Film? Das ist schon 3 Jahre her. Mein erster war vor 3 Jahren jetzt. Ja. Es gab zuerst Teil 1, dann 2 und jetzt Teil 3. Mensch, nach 2 kam 3. Cool. Ja, cool. Beim Pudding essen. Ja, wer ist Pudding? Steh mal bitte auf, Konstantin. Herren im Rock sieht man ja nicht jeden Tag. Ja, warum nicht? Ich finde, das ist was Luftiges, was entspannt. Jetzt so im Sommer, das ist auf jeden Fall gut. Was hast denn du für Pläne jetzt so in nächster Zeit? Also natürlich als erstes mal wieder die Schule fertig machen, so wirklich neu. Welche Klasse bist du gerade? Ich bin jetzt in der 10. Klasse Gymnasium, also noch 3 Jahre vor mir. Wie ist es bei dir? Was hast denn du so für Ziele für die Zukunft? Ja, auch die Schule fertig machen, Schauspielschule oder so würde ich gerne machen, wenn ich dazu die Chance hätte. Und natürlich auch Filme drehen und so. Bei euch Neid oder Eifersucht, weil ihr schon Sahne habt. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Du tanzt viel, hast du erzählt. Ja, auch. Auf jeden Fall. Es macht total Spaß. Auch? Was noch so? Tennis und Snowboarden und Skifahren und Volleyball und alles. Bist du am besten? Keine Ahnung, ich mache alles gern. Und wollen wir jetzt nicht mal losessen? Oh ja. Also mal los. 1, 2, 3. Ja. Nils, ist dir noch eine Frage eingefallen? Wer hat denn von euch ein Haustier? Ich habe einen Hund und 2 Hasen. Der Hund heißt Kira und die Hasen heißen Max und Moritz. Ich habe 2 Hunde, Dora und Hadi, und eine Katze, die heißt Theo. Ich habe 2 wunderschöne, schnuckelige Katzen. Und ich habe 2 oder 3 Fische. Auf sie war ich schon immer scharf. Hab die Blicke an, wie sie mir nützt, aber soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Nimm mal das Mikro. Ich probier was aus. Kommt sie in den Raum, wird mir schwindelig. Sag ich, sie will nichts von mir, das schwindel ich. Ich will sie, sie will mich, das weiß sie, das weiß ich. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht. Ja, nein, ich mein, jein! Der Pudding ist noch viel zu ganz. Lecker. Ich finde den lecker, ich würde den gern irgendwie noch essen. Ja, mach mal. Nein, esso! Also ich platz gleich. Kann die Bahn? Oh Gott, jetzt explodiert gleich ein Quatsch. Jetix! Jetix! Dein Abenteuer beginnt. Ja! Mama! Der Nils und ich, wir haben vorhin schon viele Jungschauspieler interviewt und haben da erfahren, dass die alle mal Schauspieler richtig auch werden wollen mit Studium und so weiter. Hast du irgendwelche Tipps, wie man das am besten macht? Unbedingt auf eine Schauspielschule gehen. Weil da kriegt man Ausbildung, um erstmal Theaterschauspieler zu werden. Weil Theaterspielen ist die Basis, wenn man auch später Filme machen will, weil man da viel genauer an den Rollen arbeitet und so weiter und so fort. Auf jeden Fall an der Schauspielschule gehen, 4 Jahre, und jetzt nicht einfach einen Film nach dem anderen machen. Dann hat man in 5 Jahren, kann man das Gesicht nicht mehr sehen, man wird auch älter, man verändert sich und dann will keiner mehr von einem was wissen, das wäre schade. Da liegt er, der echte, schwarze, wilde Kerleball. Auf die Plätze, fertig, los!